Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich vorgestern auf den Weg in die Drogerie begeben. Egal, ich war shoppen und habe drei Drogerieneuheiten hier gefunden, die ziemlich spannend aussehen, die ich heute mit euch testen möchte. Und ich glaube, dass das für die ein oder andere oder den ein oder anderen ein sehr spannendes Produkt sein kann, was ich hier habe. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei seid und ich wollte mich nochmal bedanken für die Kommentare aus dem Video von Freitag. Ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass es euch so gut gefällt. Ich habe kurzer Zeit überlegt, ob ich das Video überhaupt hochlade, weil es einfach nur Trash war. Aber vielen Dank. Scheinbar liebt ihr Trash genauso sehr wie ich. Und deswegen vielen Dank, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich verlinke es euch einmal hier oben in der Ecke. Und eine Sache wollte ich euch nochmal hier im Video sagen. Ich habe sonst nur einen Community-Beitrag gemacht. Und zwar sind meine Mischpaletten wieder da. Ihr wisst, ich mische jeden Tag meine Foundation, meine Primer, meine Pflege. Und es gibt ab sofort in meinem Shop jetzt diese Mischpalette, die super verspiegelt ist. Das heißt, ihr könnt sie sogar im schlimmsten Fall, falls ihr keinen Spiegel habt oder was auch immer, die als Spiegel benutzen. Und mir war es wichtig, dass so ein Spatel noch mit dabei ist. Denn ihr wisst, Team Günstmaus ist am Start. Und wenn wir die Produkte leer machen wollen, dann geht das am besten mit so einem Spatel. Das heißt, ihr kommt wirklich bis ganz unten hin, könnt alles Produkt rausholen. Das ist Edelstahl. Ihr könnt es einfach in die Spülmaschine packen und es ist am nächsten Tag wieder sauber. Also auch sehr hygienisch. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Schaut gerne vorbei. Ab sofort kommen einige weitere Produkte in den Shop, die vielleicht für die ein oder andere oder für einige von euch super spannend sein können. Also haltet auf jeden Fall ein Auge offen auf den Shop. Und jetzt, Freunde, shoppen. Ne? Ich bin ja eigentlich so ein Rossmann-Boy und ich hab Rossmann hier fußläufig innerhalb von 45 Sekunden. Ich war neulich aber mal bei DM, weil ich da was ist völlig egal. Ich war bei DM, habe ein paar neue Produkte gesehen. Da war die Theke ein bisschen größer als die Theke, die ich hier habe. Und ich habe zwei neue Produkte von L'Oreal gefunden und eins von Maybelline. Und davon habe ich super viel Gutes gehört. Und zwar ist das der Fit Me Luminous and Smooth Primer. Ihr kennt ja die Luminous and Smooth Foundation, die mag ich schon ganz gerne. Es gibt jetzt aber einen Primer dazu, beziehungsweise zwei. Es gab auch nochmal einen, der so ein bisschen mattierend sein sollte. Ihr kennt mich, Freunde, mattieren. Das Einzige, was mattiert wird, ist mein... Weiß ich nicht. Lassen wir das. Ich habe einen Primer. Der soll Feuchtigkeit spenden, ist mit Vitamin E versetzt und ist für normale bis trockene Haut. Ich würde eher sagen, ich habe eine normale Haut. Sieht einmal so aus, kommt in der klassischen Quetschverpackung, also in so einer Tube. Hat 30 Milliliter mit drin und sieht ziemlich spannend aus. Mit oder ohne Make-up soll man das tragen können. Niemals. Ich gebe mir jetzt mal hier ein bisschen hin. Das ist jetzt ein First Impression, okay? Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Das ist jetzt tatsächlich wie so eine Sonnencreme von der Farbe her. Die hat auch einen Lichtschutzfaktor mit drin. Den riecht man auch so ein bisschen. Also es riecht so ein bisschen nach Sonnencreme. Hinterlässt aber, okay, ich sehe es sofort. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Ein sehr glowiges Finish und fühlt sich erstmal recht gut mit Feuchtigkeit versorgend an. Also ich glaube, okay. Das ist mattiert. Okay, erinnert mich so ein bisschen an die, ich hatte mal von Balea Med oder von Isana Med, ich weiß es nicht mehr, so eine, habe ich hier nicht. So eine Creme, die auch ähnlich war, die war so mit Urea, aber das ist, wow, okay. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen für extrem trockene Haut oder vor allen Dingen jetzt, da freue ich mich persönlich ja ganz besonders drüber. Ich bin ja eigentlich ein sizilianisches Wasserwesen. Ja, man mag es kaum glauben, aber dieser Körper entsprang aus der Küste der Mediterranen. Wie heißt das? Aus dem Mittelmeer. So, mediterranes Meer. Naja, so. Und deswegen mag ich es natürlich gerne, wenn es so ein bisschen bronzy, ein bisschen glowy ist. So Olivenöl-Meer halt. Ne? Mein Blut, durch mein Blut fließt Öl. Auch. Und deswegen mag ich diesen Look eigentlich sehr gerne. Ich mache mal die andere Seite noch mit drauf. Also es ist tatsächlich nicht parfümiert extra jetzt mit einem besonderen Duft, sondern es riecht halt einfach so ein bisschen nach Sonnencreme und lässt sich sehr gut verteilen und es hinterlässt keinen weißen Schleier. Also das habe ich oft bei so Produkten, wo ein bisschen Lichtschutzfaktor mit drin ist, dass es sich dann so ein bisschen weißelt. Mag ich persönlich. Ich habe damit kein Problem, aber manche mögen das nicht. Das hinterlässt definitiv keinen weißen Schleier, sondern das Einzige, was es hinterlässt, ist Glow.
Finde ich schon mal ziemlich gut. Lichtschutzfaktor 20, ihr wisst, was ich davon halte. Das ersetzt definitiv nicht den Lichtschutzfaktor. Wenn ihr schon eine 50 drunter habt und das noch mit drüber gebt, dann ist das in Ordnung. Wir lassen das Ganze einmal kurz einziehen. Augenbrauen habe ich schon so ein bisschen gemacht. Sieht auch sehr, sehr schön auf den Lippen aus. Ihr wisst aber, dass meine absolute Lieblings-Foundation die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation ist. Und das gibt jetzt von L'Oréal Paris aus der... Es gibt ja jetzt diese Perfect Age-Reihe. Ne? Das ist, ich glaube, das kommt aus... Nee, das war nicht in der Perfect Age-Reihe. Erinnert mich aber so ein bisschen daran. Hier habe ich was mit Perfect Age. Es gibt jetzt von L'Oréal dieses Perfect Match Nude. Aufpolsterndes, getöntes Serum. Ich bin ja nicht so ein Freund von BB-Creams. Ihr wünscht euch aber immer, dass ich BB-Creams teste. Und ich glaube im Moment, meine Haut... Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, das ist dieser Wetterumschwung. Kriege ich so ein paar... Unebenheiten. Deswegen decke ich die jetzt mal ab, weil ich glaube, dass das keine hohe Deckkraft haben wird. Ich nehme Concealer und gehe damit schon mal so ein bisschen hier lang und korrigiere das. Ich benutze dafür meistens hier diesen hier von Juvia's Place. Der ist so ein bisschen dunkler und damit kann man immer ganz gut so ein bisschen korrigieren. Also wirklich nur so ein bisschen. Das gleicht schon mal so ein bisschen unten drunter aus. Das ist übrigens ein Trick, den ich von Letizia Lehmacher habe, wirklich eine der besten Make-up-Artistinnen in Deutschland meiner Meinung nach, die wirklich punktuell arbeitet und nur die Stellen aufbessert, die wirklich Aufbesserung brauchen. Also beispielsweise jetzt hier an so einem Pickelchen oder an so einem Pickelmal wie hier oben und dann mit einer recht leichten, deckenden Foundation rübergeht. Dieses Produkt soll Feuchtigkeit spenden, einen sofort ebenmäßigen Teint hinterlassen und ein natürlich strahlendes Finish. 1% pure Hyaluronsäure und nach 6 Wochen soll die Haut wohl aufgepolsterter sein und Trockenheitsfältchen sollen gemildert werden. Wenn ich mir das hier angucke, ich mache euch hier mal eine Nahaufnahme mit rein, sieht man, dass das aussieht wie ein flüssiger Highlighter. Also man sieht schon, dass es so ein bisschen, da ist Glow mit drin, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es für Leute mit trockener Haut recht gut sein wird. Falls ihr eine sehr fettende Haut habt, wäre der Primer aber, glaube ich, auch nichts. Dafür gibt es dann aber noch ein anderes Produkt. Wir tragen das jetzt auf. Ich hole euch ein Stückchen heran. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem ganz anderen Produkt. Das gab es aber nicht. Und deswegen habe ich das gesehen. Das war mit neu deklariert und ihr wisst, neue Sachen und ich, ne? Muss sein. So sieht das einmal aus. Hier ist so eine Pipette drin. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass hier kein Stöpsel drin ist. Also ihr könntet das so auskippen. Mache ich jetzt nicht. Ich gebe mir jetzt erstmal hier so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Die Farbrange war, soweit ich mich erinnern kann, recht okay, glaube ich. So sieht das Ganze einmal aus. Und ich glaube, ihr könnt schon sehen, dass es so ein bisschen glowy aussieht. Könnte jetzt aber auch daran liegen, dass es sehr nass ist. Wir starten wie immer mit einer halben Seite. Ich nehme mal einen sauberen Pinsel. Die mir jetzt hier von Mrs. Bella und BH. Ihr wisst, mein Code MAXIM10 gilt immer bei BH Cosmetics. Und ich arbeite mir das jetzt erstmal hier in den Pinsel mit ein. Und dann starten wir mit einer halben Seite. Okay, die Deckkraft ist leicht. Es riecht so ein bisschen nach so typischer L'Oréal Pflege, würde ich sagen. Und ich stempel mir das Ganze erstmal hier hin. Okay, also First Impression, es ist sehr leicht auf der Haut. Es erinnert mich so ein bisschen an einen Primer, so einen flüssigen, kühlenden Primer. Es ist jetzt nicht kühlend besonders, ne? Aber dadurch, dass... Nee, ich weiß, woran es mich erinnert. An die... Ist es L'Oréal oder ist es Maybelline? Die Infallible Foundation. Der Geruch ist das, auch das Gefühl auf der Haut. Wir machen erstmal hier die halbe Seite und ich gebe mir noch ruhig wirklich ein bisschen mehr hin. Man kann natürlich solche Produkte recht leicht auftragen, indem man einfach wenig benutzt. Ihr kennt mich aber, ich mag es doch eher, wenn es ein bisschen mehr ist. Und dann greife ich dazu auch eher. Aber ich glaube, ihr könnt... Wow! Aber ich glaube, ihr seht direkt den Unterschied, wie ausgeebnet das ist. Und ganz ehrlich, ich weiß, das habt ihr mir seit 3 Jahren gesagt, manchmal ist es besser, wenn man weniger Deckkraft hat. Weil... Wenn man wirklich punktuell nur die... Okay, Real Talk. Ich bin so ein bisschen verunsichert von mir früher. Ich hatte früher ganz, 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 ganz schlimme Akne und habe das immer abgedeckt. Und in meinem Kopf habe ich das immer noch. Dass ich das nicht mehr habe, ist klar, aber ich sehe das meistens nicht. Und deswegen, glaube ich, greife ich insgeheim, unterbewusst, immer zu deckenderen Foundations. Deswegen freue ich mich, dass ihr mich da auch so ein bisschen wachgerüttelt habt und mir gezeigt habt, dass ich das nicht brauche und dass das vielleicht auch ganz schön sein kann. Weil ich finde, das sieht jetzt aus, als hätte ich wirklich einfach, ich sage den Spruch immer wieder, aber ihr seht ja das Finish, einfach
viel getrunken und auf mich Acht gegeben. Und das ist etwas, was mir in den letzten, ja, anderthalb Jahren immer mehr bewusst geworden ist, wie viel schöner man sich fühlt. Wir machen Make-up für uns und nicht für andere. Vergesst das bitte nicht. Und ich fühle mich gut. Ich fühle mich, als hätte ich einfach so ein bisschen Acht auf mich gegeben und die Deckkraft ist okay. Die Deckkraft ist okay. Wir machen mal die andere halbe Seite. Bevor wir das machen, seht ihr aber hier auf meinem Handrücken, hier in dem Bereich, ne, Farbe passt recht gut. Da ist wirklich wie so ein Highlight mit drin. Also wie so kleine Schimmerpartikel würde ich es nicht nennen. Ne? Das ist einfach ein Glow mit drin. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man wirklich eine recht fahle Haut hat. Ich nehme noch einen Pumpstoß und weiter geht's. Das ist so ein Produkt, ganz ehrlich. Das hätte ich mir im Sommer gut vorstellen können. Was Leichtes, was Feuchtigkeitsspendendes. Ja, wobei vielleicht dafür ist es vielleicht so ein bisschen zu glowy, je nachdem, was man mag. Also ich würde das auch im Sommer tragen. Ich weiß aber, die meisten wollen im Sommer eher so ein bisschen mattierter sein. Nehme noch so ein bisschen Unregelmäßigkeit weg, die ich durch den Schwamm aufgetragen hat, bekommen habe. Aber es fühlt sich nicht so glitschig auf der Haut an, wie es vielleicht ausgesehen hat am Anfang. Unter den Augen brauche ich definitiv Concealer, aber für die Gesamtfläche der Haut sieht das sehr, 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 sehr gut aus. Was sagt ihr? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier, blauer Fleck. Ich habe einen Porensauger benutzt vorhin und das war wohl ein bisschen zu doll an einer Stelle. Okay, als Concealer benutze ich hier meinen XX Revolution Concealer. Der ist immer, auf den ist immer Verlass. Gebe mir hier ein bisschen mehr hin jetzt. Der ist recht hell, weil die Foundation natürlich durch die leichte Deckkraft so ein bisschen meine natürlichere Hautfarbe angenommen hat. Deswegen mische ich ein bisschen hier von dem NARS Concealer mit rein. Der ist wesentlich dunkler. Ist jetzt sehr viel, aber der Schwamm saugt gleich ein bisschen auf. Und dann verblende ich das hier einfach mal unter den Augen. Also jetzt habe ich das Finish so ein bisschen, was ich sehr gerne mag. Unter den Augen Full Coverage und der Rest der Haut hat diese Bewegung. Also es ist immer noch sehr frisch, obwohl es natürlich jetzt viel Concealer ist. I know. Aber gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich setze jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen unter den Augen, dass der Concealer nicht gleich wieder irgendwo hinrutscht, wo er nicht hingehört. Ich liebe dieses Puder. Das ist dieses Sensai-Puder hier. Und dann habe ich noch ein anderes Produkt gekauft. Und zwar ist das aus der Perfect Age-Reihe. Denn da habe ich sehr, sehr viel Gutes gehört. Ein Puder mit Kollagen, was so ein bisschen Serum mit drin haben soll. Ebenmäßiger, strahlender Teint. Das Hautbild wird mit der Zeit verfeinert. Love that. Ihr habt hier hinten auch so einen Pinsel mit drin. Ich finde den recht ungünstig zum Auftragen vom Puder, muss ich ehrlich sagen, weil das fühlt sich sehr gut an. Ich benutze die Dinger fürs Konturieren, für die Nase oder so. Dafür ist es okay. Aber hier für ein Puder, weiß ich nicht, wir können es mal ausprobieren. Nee, glaube ich nicht. Da ist auch so ein bisschen Glow mit drin, glaube ich. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier meinen Pinsel, lade den auf und wir gehen jetzt mal über die Stirn. Es hat so ein bisschen Deckkraft, würde ich sagen. Und durch diesen Glow, also angeblich soll das, vielleicht könnt ihr mir das sagen, wenn ihr damit Erfahrung habt, soll das bei reiferer Haut natürlicher wirken. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde, es sieht aber sehr gut aus. Natürlich bin ich jetzt matt. Das kommt aber, ich habe neulich einen Kommentar bekommen, sie versteht nicht, warum, jemand versteht nicht, warum Beauty-YouTuber immer glowige Produkte benutzen, um sie dann abzumattieren. Ich verstehe deinen Gedanken, aber in dem Moment, wo du es settest, nimmst du dieses Pudrige wieder weg und nach ein, zwei Stunden kommt der Glow dann durch, aber es hält trotzdem wesentlich länger, wenn man Puder benutzt. First Impression vom Puder, es passt sich sehr gut an. Ich habe das übrigens in der Farbe 02 Light to Medium. Und jetzt auch mal hier so im Vergleich, ne? Beide Gesichtshälften, es ist schon mattiert, aber so ein leichter Glow kommt durch. Seht ihr das? Kann man das auch gut als Powder Foundation vorstellen? Das mache ich persönlich nicht. Kleines Fazit zu der Fenty Beauty Powder Foundation. Also nur als Foundation mag ich es gar nicht. Also daher habt ihr gleich noch eine kleine Review heute von mir. Als Powder Foundation mag ich es nicht. Was ich damit gerne mache, ist, ich gehe punktuell. Wenn ich den ganzen Tag eine Maske getragen habe, habe ich dann dieses Schwämmchen mit dabei. Und dann kann man mal so ein bisschen punktuell rüber arbeiten. Das mattiert dann gleichzeitig um die Nase herum. Aber bei mir unter den Augen zumindest funktioniert es gar nicht. Und ich finde, es oxidiert auch ziemlich stark dafür, dass es ein Puder ist. Ihr habt Bewegung mit drin, obwohl es abgepudert ist, ne? Also es fühlt sich mattiert an. Es sieht auch mattiert aus, aber nicht totmatt. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wie sich das über den Tag verhält. Ich mache mein Make-up jetzt einmal fertig und dann zeige ich euch nochmal das fertige Ergebnis. Wir gehen im Schnelldurchlauf so ein bisschen durch. Ich sage jetzt gar nicht viel dazu. Glowish Bronzer, der gibt auch nochmal so einen kleinen Glow mit dazu.
wirklich einer meiner absoluten Lieblingsbronzer. Gute Alternative, wenn ihr jemanden unterstützen wollt, ist der von Hatti. Der hat auch so einen leichten Glow, der ist nur wesentlich pigmentierter als der hier. Gehe damit auch gleich immer hier so ein bisschen an der Nase lang. Als Blush benutze ich ein Produkt, was ihr noch nicht kennt und wahrscheinlich auch leider nicht kennenlernen werdet. Kurz dazu, ich habe es glaube ich schon mal bei Instagram gesagt, dass ich bald ein Video mache, wo ich vieles erklären werde, was in den letzten 3 Monaten bei mir passiert ist. Aber ich habe eine bessere Alternative dazu gefunden, Freunde. Kommt ganz, ganz bald raus. Okay, so sieht das Ganze schon mal sehr, sehr schön aus. Ein bisschen Highlighter, nehme ich jetzt nichts Neues. Ich habe hier noch so ein bisschen was am Pinsel. Damit kann ich einfach hier noch so ein bisschen rüber gehen. Und so sieht einmal das halbwegs fertige Ergebnis aus. Ich habe noch ein bisschen was auf die Lippen, auf die Augenbrauen und auf die Lashes gegeben. Und ich starte jetzt in den Tag. Es ist jetzt 7.25 Uhr am Sonntag. Wir haben also heute den ganzen Tag Zeit, das Ganze so ein bisschen zu testen. Ich bin gespannt, wie das Ganze hält. First Impression, es gefällt mir sehr, sehr gut, weil es nicht so zugekleistert aussieht. Es hat mir die Deckkraft gegeben, die ich brauche, durch den Concealer natürlich dann am Ende auch. Das Puder gefällt mir aber sehr gut, weil ich glaube, ihr seht diese leichte Bewegung im Gesicht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das verhält. Wir sehen uns in, ja, ich denke mal so in 3-4 Stunden wieder, ne? Bis später. Ihr bekommt ein kleines Foundation-Update um 12.48 Uhr ist es jetzt mittlerweile. Schaut euch bitte einmal die Base an. Ich habe eben Haushalt gemacht. Ich habe Bestellungen verpackt und weggebracht. Also ich habe tatsächlich in den letzten 5 Stunden, über 5 Stunden, schon einiges getan. Und ich muss sagen, sitzt eigentlich noch ziemlich gut. Außer da an der Wange. Da habe ich ein bisschen rumgespielt. Ich weiß, darf man nicht machen. Aber overall sieht die Foundation fantastisch aus. Ihr seht, es ist immer noch glowy. War es ja aber schon die ganze Zeit, aber es ist nicht speckig geworden. Also bis jetzt fantastisch. Freunde, Mensch. Ich bin gestern auf dem Sofa eingeschlafen um, ich glaube, 16.30 Uhr, 17 Uhr ungefähr. Und dann sah mein Make-up nicht mehr so aus, wie es eigentlich mal ausgesehen hat. Weil ich ziemlich doll mit dem Gesicht im Kissen geschlafen habe. Deswegen habe ich mich nochmal entschieden, hier nochmal kurz ins Studio zu kommen, nochmal mit frischem Make-up und ein kleines Fazit zu sagen. Ich habe nämlich gesehen, Hatti hat gestern auch ein Video zu dieser Foundation hochgeladen. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie sie es fand. Ich kann mir vorstellen, dass es ihr ziemlich gut gefallen hat. Und jetzt bekommt ihr auch von mir nochmal ein kleines Fazit. Bevor wir das aber machen, falls ihr wirklich noch dran seid, schaut jetzt mal ganz schnell auf Giacomo Cosmetics, denn heute ist ein neues Produkt online gegangen. Und zwar ist das das erste Produkt einer neuen Markenerweiterung von Giacomo. Dazu werdet ihr bald was hören, aber wir haben jetzt endlich einen Gua Sha Stein. Und zwar ist der wunderschön. Wir haben verschiedene Farben, wir haben weiß und rosa. Es ist alles natürlich ein individueller Stein. Das heißt, bei einigen ist er rosafarbener, bei einigen ist er weißer. Und damit könnt ihr perfekt eure Konturen definieren. Ihr könnt damit eure Lymphe massieren und einfach so ein bisschen Selfcare machen. Ich komme dazu nochmal am Freitag im Video oder ich mache dazu nochmal ein extra Video. Aber falls ihr einer der Ersten sein wollt, schaut schnell vorbei. Ich habe tatsächlich nur sehr, 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 sehr wenige davon bestellt, weil ich benutze das jeden Tag und ich wollte euch einfach was geben, was ich wirklich jeden Tag benutze. Und deswegen ist der Gua Sha Stein von Giacomo bzw. einer neuen Marke jetzt online. Kommen wir nochmal kurz zu der Foundation und ich glaube, ihr könnt euch mein Fazit schon vorstellen. Ich liebe sie. Sie ist eher was für jemanden, der eine leichtere bis mittlere Deckkraft haben möchte. Sie hat sehr, sehr gut gehalten, aber natürlich auch in Kombination mit dem Puder. Also wenn du wirklich eine trockene Haut hast und so ein bisschen Pflege noch mit drin haben möchtest, dann kann ich mir vorstellen, dass die sehr gut funktioniert. Ich habe auch kurz überlegt, sie hat mich schon so ein bisschen an die Rival de Loup Peloron Foundation erinnert, nur mit einer leichteren Deckkraft. Und natürlich ist die Farbrange von der L'Oreal Foundation besser. Das kann jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ob er L'Oreal Produkte benutzen möchte, ob er Rival de Loup und je nach Farbrange. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, vom Finish her sind beide ähnlich. Die hat nur ein bisschen mehr Deckkraft. Ihr könnt die von L'Oreal aber auch sehr gut aufbauen. Mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Tatsächlich bin ich sogar ein riesengroßer Fan von dem Primer. Auch den habe ich heute einmal getragen. Super für sehr trockene Haut. Sobald ihr eine ölige Haut habt, würde ich sagen nein. Aber das Puder gibt euch einfach diesen mattierenden Effekt mit diesem Glow. Also auch hier auf der Stirn, in der T-Zone, im Wangenbereich. Ich trage keinen Highlighter.
Sehr, sehr schön. Ich bin super gespannt, wie euch das Produkt gefällt oder die Produkte in dem Fall. Schreibt mir gerne ein Feedback in die Kommentare. Ich bedanke mich für euren Support, eure Liebe, euer Dasein und würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch mit dem Video mit Özlem hier wieder. Passt auf euch auf!